Ich mich mit einer neuen Rezension bei euch. Und zwar soll es um die Neuerscheinung von Christine Henner gehen. Liebe und Verderben ist im Rütten Learning Verlag bzw. Aufbau Taschenbuch Verlag erschienen als Hardcover. Das Ganze hatte 592 Seiten, die Geschichte an sich. Und es folgt dann noch eine Leseprobe. Ich sage euch auch eben von welchem Buch. Von Mademoiselle Coco und der Duft der Liebe von Michelle Marley. Und ja, ich habe es heute beendet und da das Ende wieder sehr emotional war, habe ich mir gedacht, drehe ich auch gleich die Rezension dazu. Es geht hier um Lenora, genannt Leni. Das Ganze spielt 1974 und sie zieht mit ihrer Mutter und ihrem Vater nach Alaska. Die Familie ist voller Hoffnung, dass der Vater dort sein Trauma, was er im Vietnamkrieg davongetragen hat, in den Griff bekommt. Und dem ist leider nicht so. Ihr Vater ist sehr gewalttätig, sehr aggressiv, einfach nicht mehr er selbst. Und in den Nachbarsjungen Matthew findet sie einen Vertrauten. Und irgendwann kommt es bloß leider dazu, dass ihr Vater sich total aggressiv und gewalttätig auch gegen den Vater von Matthew richtet, sodass die beiden sich nur noch heimlich treffen können. Dann geschehen ein paar schreckliche Dinge, die Lenis Leben völlig auf den Kopf stellen. Und eine mega große Geschichte, eine Lebensgeschichte von Leni, die mir auch so schnell nicht wieder aus dem Kopf gehen wird, zumal meine Tochter auch Leni heißt. Jetzt mischt sich Luna wieder ein. Aber ich habe hier ein paar Kommentare bekommen, dass Luna hier sehr beliebt ist bei euch. ja, es ist dann so, ich bin jetzt echt im Zwiespalt. Die Geschichte an sich hat absolute 5 Sterne verdient. Ich hatte aber in der Mitte richtige Längen. Und also das Buch war am Anfang richtig gut und zum Ende hin richtig gut. Aber in der Mitte hat es mich wirklich, da ist einfach nichts passiert. Und und ich habe das einfach so, wenn ein Buch Längen hat, dann kann ich dem keine 5 Sterne geben. 5 Sterne ist für mich wirklich von vorne bis hinten alles kritiklos. Das kann ich hier jetzt leider nicht sagen. Aber wenn ich noch 4,5 Sterne vergeben würde, wäre es auf jeden Fall ein 4,5 Sterne Buch. So ist es ein 4 Sterne Buch. Wenn ich es in Noten machen würde, wie zum Beispiel Maiko und Anja von Book Friends Forever, wäre es halt eine 2+. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich kann das Buch euch nur ans Herz legen. Es ist jetzt das zweite Buch der Autorin, was ich gelesen habe. Und wenn sie wirklich alle Bücher so emotional, so wuchtig und so eindrücklich schreibt, da muss ich wirklich jedes Buch von ihr lesen. Ich bin eigentlich nicht so der Freund von diesen dicken Büchern, aber wie gesagt, wenn die Länge nicht gewesen wäre, wäre das absolut kein Thema gewesen. Man kommt da wirklich schnell durch. Mir fehlen auch ehrlich gesagt die Worte. Also zum Schluss war mir das ein ganz, ganz klein bisschen unrealistisch. Wenn ihr es lest, wisst ihr vielleicht, was ich meine. Aber ansonsten eine so tiefgehende Geschichte und ganz zum Schluss sind mir wirklich so die Tränen rausgeschossen. Ich konnte da nichts gegen tun. Und ich muss mir nochmal überlegen, ob es jetzt 4 oder 5 Sterne bekommt. Aber ich gehe von 4 Sterne aus, weil ich über diese Kritik leider nicht hinwegsehen kann. Und wenn ich es einzeln bewerten würde, würde die Geschichte an sich auf jeden Fall 5 Sterne bekommen. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich sonst dazu sagen kann. Ich würde euch einfach zu viel verraten. Charaktere toll, Geschichte toll, dramatisch, romantisch. Irgendwie fehlen mir bei ihren Büchern irgendwann immer die Worte. Ihr müsst es einfach selbst lesen. Ich verlinke es euch in der Infobox.
Ich denke, dass es später auch als Taschenbuch rauskommt, genauso wie die Nachtigall. Das habe ich jetzt hier als Taschenbuch. Und ja, ganz anders als die Nachtigall, da es nicht im Krieg spielt, aber dennoch eine sehr eindrückliche Geschichte, die man nicht so oft liest. Also es steht hier hinten drauf, mit emotionaler Wucht erzählt Christine Henner eine große Geschichte über die Schönheit, aber auch die Abgründe der Liebe. Und mir ist Alaska auch wirklich näher gekommen. Also hat sie mir näher bringen können. Und ja, ganz tolle Geschichte, absolut zu empfehlen. Schaut es euch an, wenn das was für euch ist. Es ist jetzt, glaube ich, auch gerade erst erschienen. Weil hier steht, die Rezension bitte nicht vor dem 14. September veröffentlichen. Ja, also wie gesagt, eine absolute Empfehlung. Ich verlinke es euch in der Infobox. Es wurde mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Wie immer beeinflusst das aber nicht meine Meinung, lässt mich eigentlich noch kritischer werden. Und das soll es von mir zu der Rezension gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin sage ich Tschüss.